Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Diri. Jetzt geht's hier weiter mit dem Fußballmanager 20. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. So, ja, in der letzten Folge haben wir tatsächlich gegen Schalke 2-2 gespielt. Hätte ich jetzt nicht so wirklich erwartet. Ja. Apropos Saisonvorbereitung. Co-Trainer, lass uns mal Mitarbeiter gehen. Aufgaben übertragen. Ist alles wie ich, ne? Nee. Ich möchte nicht mich um die Amateurmannschaft kümmern. Nicht um Jugendmannschaft, Aufstellung. Uiuiuiui. Strafen kann meinetwegen Axel Schulz machen. Macht Vorschläge. Ja, okay. Die Spieleverträge verlängern mache ich. Mache ich Training. Testspiele mache ich. Stellt Mitarbeiter, verhandelt, legt ein. Regelt Finanzen. Das bin ich. Wir können nochmal gucken. Kartenverkauf. Wie es aussieht. Ja. Top machen wir den. Gegen Stuttgart haben wir schon ausverkaufte. Ja, dann war es das auch, ne? Ich gehe nochmal. Ich sage jetzt 1 Euro zurück. Ja, gehe ich eher miese, ne? Ich lasse das so. Ich lasse das so. So, ich für die Nachrichten. Ich werde euch diese nächste kommende Woche komplett mitnehmen. Werde ich zukünftig immer machen. Grund dessen. Weil ich in Zukunft nicht mehr das Video bearbeiten möchte. Ich lade das 1:1 hoch. Außer wenn das so groß ist, dann muss ich es ja bearbeiten. Breyer. Weil ohne Bearbeitung ist das für mich nicht so viel Arbeit. Muss ich ehrlich sein. Das passt schon so. Rasmussen verletzt. Fällt auch für Aalschwede. 8 Tage. Mann. Ja, ich hatte ich auch gehabt, Uwe. Hatte ihn auch vorgehabt. Ihn links. Ja, linke Mittelfeld so spielen zu lassen. So, machen wir das alles mal weg. So, gehen wir rein. Stürzen wir rein in die nächste Woche. Ah, das ist auch eine große Woche, von daher alles gut. Gegen TSV Bordesholm. Da müssen wir jetzt ran. Da fällt mir ein, wir müssen Training einstellen, ne? Lass uns mal. Das mal wegmachen. Notizen. Ich möchte am 15. bitte daran erinnert werden, dass ich Training Einstellung Training Einstellung und schreiben bitte. Sehr schön. Also und das bitte einmal wöchentlich. So, Training. Gut. Sehr schön. Nachrichten haben wir nichts mehr. Das haben wir auch geregelt. Gucken wir uns mal die Mannschaft an. Öztürk. Nein, ich kann das so gerne bleiben.
hole ihn dazu. Lass ihn mal hier hin. Reinhard. Machen wir mal so. So ist das schon mal in Ordnung. Ja, ein Golf spielen. Da war was. Ich spiele mal Golf. Habe ich eigentlich schon Freundin? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich in Wirklichkeit auch nicht. So. Was war das denn eigentlich? Marketing-Manager. Ist alles in Ordnung. Apropos Marketing. Ausgesetzt, Trikot, klar. Wir können gleichzeitig entwickeln. Das ist sehr schön. Nee. Mal zurück. Was möchten? Bettwäsche ist cool, oder? Handwäsche? Ja, Bettwäsche. Lass uns eine Bettwäsche machen. 7 Wochen. Das Geld kriegen wir ruckzuck rein. So, Bordesholm. Ihr seid schon da, habe ich gehört. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in Taktik rein. Die Taktik von letztes Mal lasse ich so. Und das hat eigentlich recht gut geklappt. Meierfeld und Lucht werden bewacht. Sonst lassen wir das so. Rein im Spiel. Jo, das passt. Gebt euer Bestes. Ja, wir werden das nicht verlieren. Ja, sehe ich genauso, aber gebt euer Bestes. DSV, Bordesholm. Jo. Wir machen euch fertig. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja, wir haben auch eine schöne, ja, Umziehbereich. Sagt man das so? Ja, das mit den 18er, mit den Schweriner Let's Play, das ist recht schade, aber hätte ich da gerne weitergemacht, aber so ist nun mal das Leben. Kriegen wir aber alles hin. So, Rostock. Die Mannschaft, Aufstellung haben wir schon gesehen. Ich könnte gleich erst Versuch sein, wollte ich fast sagen, aber das war's in Butzen. Riedel. Neidhardt holt sich den Ball. Sehr schön. Könnte mal was machen. Bülow. Holt uns eine Ecke raus, glaube ich. Und gleich die erste Karte für Schlagel Ambers. Oh Gott, komischer Name. Doch, nur ein Freistoß, aber okay. Streit. Bülow. Tore schießen kannst du. Haben wir gegen Schalke ja gesehen. Nächste gelbe Karte. Für Moore. Marvin Moore. Ui. Wer war das? Der John. Vorhack. Ein schönes Freistoßtor. Wir gucken uns gleich nochmal an. Schön gemacht. Na gut, gegen Bordesholm, ne? Neidhardt. Neidhardt. Versucht irgendwie den Ball reinzubringen, schafft es nicht. Obladic
gerade irgendwie noch so ran, aber oder auch doch nicht. Butzen verliert den Ball. Das war's dann auch. Lucht hat eine Menge Platz. Ja, gib den Ball lieber nach hinten ab. Gut. Die Jungs können sich gleich neu formatieren. Ja, sehr schön abseits. Sehr, ja, er ist abseits im Spiel. Bandholt. Das war schon knapp gewesen. Opoku. Opoku hat Platz. Ah. Ja, er ist eigentlich nur so ein Vorlagespieler. So, Meierfeld. Boku, da ist er schon wieder. Eigentlich ist auch Boku auch ein dunkelhäutiger Spieler. In jedem Spieler, im Spiel ist er. Sehen wir ihn? Ja, ist hellhäutig. Umladet. Ja. Idee war gut, aber das war's dann auch. 1-0. Gehen wir in der Halbzeit rein. In die Kabine. So, habt ihr gut gemacht. So habe ich mir das. Haben wir das uns vorgestellt? Massage bekommt Butzen, Bülow und Neidhardt. So, sieht das schon mal gut aus. Weiter geht's in die zweite Halbzeit. Abseits. Vollhöck versucht Neidhardt zu erreichen. Schafft er auch Neidhardt. Könnte jetzt eine schöne Flanke nach innen machen. Versucht es aber. Schütt hat er. Ja, da pflückt das den Bällchen einfach nur runter. Umladic. Boku kommt da nicht mehr ran. So, wir können jetzt nochmal einfach alle mal auswechseln. Die können wir nochmal sehen. Und den Sven können wir mit ihn immer wechseln. Obwohl, warte mal. Kann man den noch so? Genau. Bin gerade
gerade am Überlegen, ob ich. Ja, macht nichts, macht. Nee, lass ich so. Lass ich so. Torwart, Kolke, bleib mal drin. Taktik wollte ich nochmal gehen. Also das war verkehrt. Das war verkehrt. Ich will ihn ein bisschen weiter nach vorne haben. So. Sieht ja schon mal gut aus. Weiter geht's. Webel. Stride. Keine Probleme. Sonnenberg. Vollmann. Vollmann. Vollmann noch immer. Und macht das 2 zu 0. Kabinian Vollmann. Kabinian. Okay. Atikan, Öztürk. Ja, Vollmann hätte noch rankommen können. Streit, Vollmann, Ramay. Oh, hätte man noch laufen lassen können. Jung, das ist eine rote Karte. Gelb-rot, oder was? Jep. Gelb-rot. In der 77. Minute. Ja, okay. Zu Recht. Zu Recht, zu Recht. Abgefälscht, glaube ich. Ecke. Sonnenberg. Könnt ihr noch was putzen? Putzen. Noch immer putzen. Putzen gibt ab. Zu Riebel. Riebel kommt von hinten nach vorne. Und was macht er? Was macht er? Macht gar nichts. Na gut. Bisschen mehr erwartet von ihnen. Riebel gibt ab, Vollmann, Vollmann, Ramay, Ramay hatten eigentlich Platz, aber das war's noch. Mann, Leute. Königs. Adligan kommt nicht mal ran. Schütt fängt sicher den Ball. Stride. Öztürk. Vollmann, das war's. 2 zu 0. Ja, ist in Ordnung. Mit 1, 2 Tore habe ich noch eigentlich mitgerechnet. Aber Sieg ist Sieg. Motivation ist da. 1-0. 1,5. Bewertung, Note. Adam Stride. Sehr schön. Also, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mal eine Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge uns wieder. Ja, ne? Ich bin jetzt wie weg und es ist, ja, viel Spaß auf meinem Kanal. Bye bye und tschüssi.